Bei Mitmachstationen, Experimenten und Ausstellungsstücken ist Kreativität gefragt. Einige Sachen auf der Express Science sehen wie echte Kunstwerke aus. Für Frau Hirscher vom Hölderlin-Gymnasium ist es kein Wunder, dass hier Kunst und Wissenschaft zusammenkommen. Ich finde, es hat ganz viel miteinander zu tun, und zwar beschäftigen sich beide Bereiche mit sinnlich Wahrnehmbarem. Das, was man anfassen kann, was man sehen kann, was man hören kann, schmecken, riechen kann. An der Station des Hölderlin-Gymnasiums aus Heidelberg gibt es jede Menge Kunst zu sehen. Schüler aus verschiedenen Klassenstufen haben sich Gedanken zum Thema Universum Mensch gemacht. Daraus wird Kunst. Das ist ja eine Ansammlung von kleinen Kunstwerken, von einzelnen Kunstwerken. Hier geht es eigentlich um die Selbsterforschung und damit um den Bereich der Psychologie. Hier haben die Schüler oder die Schülerinnen natürlich genauso geschaut, welche Formen liegen ihnen, und darüber erfährt man ja auch etwas von sich selbst. An vielen Stellen auf dem Explore Science Gelände trifft Kunst auf Wissenschaft. Im großen Zirkuszelt gibt es zum Beispiel Musik- und Theatervorführungen rund um die Themen Mensch und Naturwissenschaft. Explore Science! Explore Science! Ich kannte mal einen schwedischen Naturforscher, Karl von Linné, der alte Schwede. Der kannte sich besonders gut mit Pflanzen aus. Diese Blümchen sind auch von ihm. Beim Thema Universum Mensch treffen Kunst und Kultur selbstverständlich auf Naturwissenschaft. Wer sich genau umschaut, kann das alles entdecken. Bei der Explore Science in Mannheim.